Noch einmal ganz herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserer Konferenz Solidarität und Stärke zur Zukunft der Europäischen Union. Diese Konferenz hätte zeitlich nicht besser platziert sein können. Ich bin eben schon gefragt worden, ob wir die Krise bestellt hätten, in der sich die Europäische Union gerade windet, als Resonanzboden, nicht nur für diese Konferenz, sondern für das Ergebnis eines, auch für die Verhältnisse der Böll-Stiftung, sehr ambitionierten Projekts. Ich hoffe, Sie haben schon gesehen, die Buchpublikation, die gestern gerade frisch aus der Druckerpresse gekommen ist. Das ist der Abschlussbericht einer Kommission zur Zukunft der Europäischen Union, die unter dem Dach der Böll-Stiftung jetzt fast ein Jahr lang an einer Zwischenbilanz des Stands der europäischen Dinge gearbeitet hat und vor allem an einem Ausblick zu zentralen politischen Handlungsfeldern der Europäischen Union. Und die Ergebnisse, die Handlungsempfehlungen dieser Kommissionsarbeit haben wir jetzt in diesem Buch dokumentiert, das heute erstmals hier präsentiert wird und das nicht nur in dieser Konferenz zur Diskussion gestellt werden soll, sondern in einer ganzen Serie von Folgeveranstaltungen, sowohl innerhalb der Bundesrepublik, aber vor allem natürlich in Europa selbst. Das ist ein europäisches Projekt. Es zielt darauf, die europäische Debatte über die Zukunft der Europäischen Union zu befördern, Material für diese Diskussion zu geben, Anstöße für die Weiterentwicklung der politischen Programmatik, nicht nur der Grünen, auch schon mit Blick natürlich auf die kommende Europawahl. Vor allem aber soll es auch ein Beitrag sein, Wege aus der aktuellen Krise zu diskutieren. Ich möchte mich kurz auf drei Aspekte konzentrieren und sie vorstellen, die der Kommissionsarbeit zugrunde legen und die Sie in diesem Abschlussbericht wiederfinden. Erstens geht es natürlich auch um Antworten auf die aktuelle Schulden- und Finanzkrise. Zweitens um eine Weiterentwicklung europäischer Demokratie. Und drittens um einige Schlüsselprojekte, die eine neue Dynamik europäischer Zusammenarbeit und Integration befördern sollen. Fangen wir mit der aktuellen Krise an. Vermutlich noch nie seit der Gründung der Europäischen Monetaren Union, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl nach dem Zweiten Weltkrieg, war das europäische Gemeinschaftsprojekt einem solchen Stresstest ausgesetzt wie gegenwärtig. Und die Ursache dieser Krise sind ja nicht vordergründige politische Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten, sondern es sind Konstruktionsprobleme der Europäischen Währungsunion und der Europäischen Union insgesamt, die in dieser Krise zutage treten. Ich will kurz drei nennen. Erstens hat sich gezeigt, dass es eine Lebenslüge war, wenn in den europäischen Verträgen festgeschrieben war, dass kein europäischer Staat für die Schulden eines anderen haftet. Es hat sich jetzt in der Krise gezeigt, dass eine gemeinsame Währung nicht ohne eine gemeinsame Haftung zu haben ist. Das heißt aber auch zweitens, dass es auf Dauer keine Währungsunion geben kann ohne eine gemeinsame Fiskalpolitik. Also ohne eine gemeinsame europäische Finanzpolitik und eine gemeinsame Stabilitätspolitik. Eine Währungsunion
muss zugleich eine Stabilitätsunion sein. Das ist auch Bedingung dafür, dass europäische Solidarität nur funktionieren kann. Und wenn auch die Mehrheit unserer Kommission die Ausgabe von Eurobonds empfiehlt als Finanzierungsinstrument für die europäischen Staaten bis zu einer gewissen Schwelle von 60% ihres Bruttoinlandsprodukts, dann ist das eine sehr voraussetzungsvolle Angelegenheit. Eurobonds sind nicht einfach ein finanztechnisches Instrument, sondern sie setzen eine verbindliche Stabilitätskultur voraus. Und sie setzen auch neue europäische Institutionen voraus, die als Wächter für diese Stabilitätskultur fungieren können. Und die dritte unbequeme Wahrheit, die durch diese Krise offengelegt worden ist und die ein fundamentales Konstruktionsproblem der Europäischen Währungsunion betrifft, ist, dass die zunehmende Divergenz der europäischen Volkswirtschaften, ihrer Produktivität, ihrer Wettbewerbsfähigkeit und auch die auseinanderklaffenden Handelsbilanzen in Europa die gemeinsame Währung auf Dauer untergraben. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Euro in der Zukunft Bestand haben kann, wenn die europäischen Volkswirtschaften immer weiter auseinanderdriften. Wir brauchen umgekehrt eine Bewegung zu mehr Konvergenz und mehr Kohärenz, auch wirtschaftspolitisch in der Europäischen Union. Und das ist ja der Sinn hinter der Forderung nach einer gemeinsamen europäischen Wirtschaftsregierung, die mehr sein muss als gelegentliche Treffen der europäischen Regierungschefs oder der europäischen Wirtschaftsminister. Das heißt zugleich, dass wir uns nicht einfach aus dieser Krise heraussparen können. Austeritätspolitik, eine Rückführung der Staatsdefizite ist notwendig, aber sie ist nicht hinreichend. Wir brauchen gleichzeitig eine Wiederbelebung der ökonomischen Dynamik. Und um es auch in einem grünen Kontext klar auszusprechen, wir brauchen mehr Wachstumsdynamik, vor allem in den europäischen Krisen- und Schuldenländern. Und deshalb brauchen wir als Antwort auf die Krise nicht nur Sparprogramme, sondern wir brauchen auch und vor allem Investitionsprogramme, die für mehr ökonomische Innovation, für Arbeitsplätze, Investitionen und für Einnahmen sorgen. Auf einem anderen Weg wird diese Krise nicht zu überwinden sein. Und diese Investitionsprogramme sollten eine klare Richtung haben, nämlich in Richtung ökologischer Innovation. Ich komme darauf im Zusammenhang mit den Schlüsselprojekten noch zu sprechen. Es geht darum, dass wir jetzt den Grundstein legen für die ökologische Modernisierung der europäischen Volkswirtschaften und damit auch für eine nachhaltige Wertschöpfung in Europa, die den Wohlstand für die künftigen Generationen sichern kann. Wir stehen jetzt also nolens volens, erzwungen durch die vielgeschmähten Finanzmärkte, vor einer neuen Stufe europäischer Kooperation und Integration. Und das heißt gleichzeitig vor der Notwendigkeit auch eines neuen großen Schritts Richtung europäischer Demokratie. Wir sind überzeugt, dass mehr Europa nicht ohne mehr Demokratie, ohne mehr europäische Demokratie zu haben ist, weil sonst die Kluft zwischen den politischen Eliten und der europäischen Bevölkerung immer größer wird und die Europäische Union in eine Akzeptanzkrise driftet. Demokratie ist sicher nicht die alleinige Lösung und nicht die alleinige Antwort auf die jetzigen Herausforderungen, aber ohne mehr europäische Demokratie werden diese Probleme nicht gelöst werden können. Und das bedeutet auch mehr als eine Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments. Das ist notwendig, zum Beispiel dem Europäischen Parlament ein Initiativrecht für eigene Gesetzgebungsvorhaben zu geben und den Bereich der Co-Entscheidung zwischen Europäischem Parlament und dem Europäischen Rat zu erweitern.
Aber gleichzeitig geht es darum, die Rolle der nationalen Parlamente im europäischen Konzert zu stärken, also die Klammer zwischen europäischer und nationaler Demokratie. Es geht darum, ein gemeinsames europäisches Wahlrecht zu entwickeln, europäische Parteien, gemeinsame europäische Listen für die Europawahl. Es geht um eine stärkere Rückbindung der Kommission an die politischen Mehrheiten im Parlament und last not least um eine Stärkung der europäischen Zivilgesellschaften, zum Beispiel über das Instrument der europäischen Bürgerinitiative. Die alte Methode, fast hinter dem Rücken der europäischen Öffentlichkeit die europäische Integration auszubauen, ist aus unserer Überzeugung an eine Grenze gekommen. Wir werden mehr Europa nur verwirklichen können mit Zustimmung der europäischen Öffentlichkeit, mit aktiver Teilhabe der europäischen Bürgerschaft und mit einem Mehr an europäischer politischer Öffentlichkeit. Und dazu haben wir einen Vorschlag aufgegriffen, den Sie auch im Bericht der Kommission wiederfinden, der bereits in den letzten Monaten öffentlich zirkulierte, nämlich die Einberufung eines neuen europäischen Konvents, der zunächst sich mit der Konstruktion einer europäischen Wirtschafts- und Finanzunion befassen sollte und im zweiten Schritt noch einmal die politische Verfasstheit und die Finalität Europas diskutieren soll. Wir sind überzeugt, dass es einen solchen institutionellen Rahmen braucht, der die unterschiedlichen nationalen Diskurse um Europa zusammenbindet und die unterschiedlichen Akteure miteinander zusammenbringt. Und das dritte Element, das sind Vorschläge für Schlüsselprojekte, die eine neue europäische Dynamik erzeugen sollen. Also für Politikvorhaben einer europäischen Dimension, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger Europas identifizieren können und die den Mehrwert der Europäischen Union deutlich machen. Das ist für uns zuallererst eine europäische Gemeinschaft für erneuerbare Energien, die den institutionellen Rahmen bilden soll für ein großes wissenschaftliches und industrielles Projekt, nämlich die Umstellung der Energieversorgung Europas bis zur Mitte dieses Jahrhunderts auf erneuerbare Energien. Das beinhaltet auch den Ausbau hochleistungsfähiger transnationaler Stromnetze für die europaweite Verknüpfung erneuerbarer Energien. Das bedeutet ein massives Forschungs- und Entwicklungsprogramm für grüne Technologien, für nachhaltige Produkte, die Europa in eine Pionierstellung bringen sollen für die grüne industrielle Revolution. Das schließt auch ein, der Ausbau und Modernisierung der europäischen Schienennetze, auch das ein großes Investitionsprojekt, das nicht nur verkehrs- und umweltpolitisch von Bedeutung ist, sondern um im wahrsten Sinne des Wortes auch die Infrastruktur des gemeinsamen Europa zu stärken. Das schließt auch ein, wenn wir von europäischen Schlüsselprojekten sprechen, eine stärkere Vergemeinschaftung der Außen- und Sicherheitspolitik. Das hat vor allem Belang, wenn wir an Europa als selbstbewussten Akteur in der Welt denken. Für uns ist das eine wesentliche Begründung für die Notwendigkeit, dass die europäische Integration weitergehen muss. Die europäischen Staaten für sich genommen verlieren allesamt an Gestaltungskraft in der neuen Welt, die sich gegenwärtig herausbildet. Nur wenn wir gemeinsam handeln, nur wenn wir die europäischen Kräfte bündeln, bekommen wir auch die Fähigkeit, diese neue globale Ordnung mitzugestalten und die Werte, für die Europa steht, von dem liberalen Rechtsstaat bis hin zur Sozialstaatlichkeit auch weltweit zu vertreten, selbstbewusst weltweit zu vertreten, und zwar in dem Maße, in dem wir sie selbst leben. Dazu gehört auch
die kollektive Konfliktlösung als ein europäisches Prinzip, das Vertrauen auf Rechtsstaatlichkeit und die Herrschaft des Rechts in den internationalen Beziehungen und die Stärkung multilateraler Institutionen. Das sind außen- und sicherheitspolitische Prinzipien, die wir selbstbewusst vertreten können, aber wir können es nur gemeinsam. Stärkere Vergemeinschaftung von Außensicherheitspolitik heißt auch Bündelung militärischer Kapazitäten. Sie finden in dem Bericht ein Pro und Contra zur Frage einer gemeinsamen europäischen Armee. Das ist eine Frage, die wir nicht heute entscheiden müssen. Was wir aber heute in die Wege leiten müssen, ist eine stärkere Arbeitsteile und Kooperation auch auf militärischem Gebiet bis hin zu Rüstungsprogrammen und Beschaffungspolitik, wenn Europa weiter eine relevante sicherheitspolitische Rolle spielen will unter den Vorzeichen knapper öffentlicher Kassen. Und das ist ein handfester Vorteil einer stärkeren europäischen Integration. Und last not least geht es um eine aktivere Nachbarschafts- und Regionalpolitik der Europäischen Union. Bei allen internen Problemen dürfen wir keine europäische Nabelschau veranstalten, sondern müssen uns aktiv um die Entwicklung der Verhältnisse in unserer südlichen Nachbarschaft und in unserer östlichen Nachbarschaft kümmern. Die Revolution in der arabischen Welt bietet eine große Chance für einen Neuanfang der Beziehungen zwischen Europa und den arabischen Gesellschaften an der Südküste des Mittelmeers. Und was den Osten Europas betrifft, sind wir sehr entschieden der Auffassung, dass die Europäische Union zu ihrem Versprechen stehen muss, dass alle europäischen Nationen Mitglied der EU werden können, sofern sie die politischen, und das sind im Kern die demokratischen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür erfüllen. Daran sollte es keinen Rabatt geben, aber es sollte auch keine Relativierung dieser Zusage geben. Das heißt aber in der Konsequenz auch, dass eine größer werdende Europäische Union ihre Binnenstrukturen reformieren muss, um handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben, von einer Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen bis hin zu einer zunehmenden Binnendifferenzierung Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten und konzentrischer Kreise, also mehr Coalitions of the Willing auch für bestimmte Politikfelder, so wie wir sie jetzt schon beim Euro oder bei Schengen haben. Die Europäische Union versteht sich gern als Erfolgsgeschichte, sie ist es auch, aber diese Erfolgsgeschichte ist nicht garantiert. Wenn die zentrifugalen Tendenzen im Zuge der Krise zunehmen, dann droht die EU zu erodieren. Wir brauchen deshalb einen neuen Anlauf zur Stärkung europäischer Integration, ein neues Narrativ für die Europäische Union. Und der Bericht dieser Kommission soll ein Beitrag für diese neue politische Erzählung werden, die auch wieder mehr Begeisterung und mehr Initiative für europäische Einigung erzeugt. Ich hoffe, dass dieser Bericht eine große Resonanz finden wird über die Bundesrepublik hinaus. Uns ist klar, das ist nichts Abschließendes, sondern das ist ein Anstoß, ein Zwischenprodukt für weitere Debatte. Und ich bin guten Mutes, dass diese Konferenz dafür einen guten Auftakt bieten wird. Ich möchte mich abschließend noch ganz herzlich bei allen bedanken, die an diesem großen Gemeinschaftswerk mitgearbeitet haben, bei allen Mitgliedern der Kommission. Das waren über 50 aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Bei Rainer Steenblock, dem früheren europapolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, der dieses Projekt koordiniert hat. Und bei Christine Pütz, die für die Böll-Stiftung als Europareferentin dieses ganze Unternehmen begleitet hat und auch sehr viel Arbeit investiert hat in diesen Abschlussbericht, und an alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die daran und an der Vorbereitung dieser Konferenz beteiligt waren. Das war wirklich ein großartiger Job. Vielen Dank.